Wir kaufen nichts. Wir kaufen nichts. So, next stop, Heilbronn Zentrum, 1,5 Zimmer Wohnung. Die ist schon ein bisschen was angefangen zu renovieren. Da war nämlich auch Teppichboden drin, aber der war nicht schön, den haben wir rausgemacht. Und jetzt wird hier gestrichen, Rigipsdecke neu gemacht, gespachtelt und Vinyl verlegt, vermietet. Und dann hat man eine nette Kapitalanlage, die man entweder behält oder verkauft. Schauen wir dann mal, wie wir das machen genau. Aber auf jeden Fall wird die vermietet. Hier steht noch so Zeug im Haus von irgendjemand. Was macht ihr mit sowas? Also ich meine, das steht einfach im Weg. Ich würde es am liebsten einfach in den Müll schmeißen, ey. Das geht gar nicht, echt. Falsch. Noch ein Foto, okay? Ja. Ein Junge, was elektrisch? Ja, elektrisch. Ja, Elektrisch, ja, Siemens. Macht ihr Strom auch neu unten? Teilweise, ja, ja. Teilweise. Ja? Aha. Habt ihr auch Elektrikerschein oder wie ist das bei? Ich habe es nicht, aber es gibt Meister, wer hat. Okay. Hier waren gerade zwei Kollegen, die waren unten und wir haben gefragt, ob die die Wohnung uns verkaufen unten. Die wollen nicht verkaufen und dann habe ich gefragt, ob die hier renovieren können kurz und wie viel kostet der Quanta, aber wusste er nicht. Egal. Auf jeden Fall zurück zum Thema. 1,5 Zimmer Wohnung, Heilbronn, sehr, sehr gute Lage im Zentrum. Pro Lage, Contra, kein Balkon, keine Tiefgarage, aber dafür ein Außenstellplatz. Was hier vorletztes Jahr noch schlecht war, sag ich jetzt mal, ein Gaseinzelofen als Heizung im Wohnzimmer, das wurde immer nicht gern gesehen, weil immer schlecht ausmachen, da steht er, das gute Stück. Das Ding ist, ob das Gas jetzt 10 Euro kostet oder 50 Cent pro Kubikmeter, ist wurscht. Wie viel kostet eigentlich das Gas gerade? Ich habe keine Ahnung. Ey. Auf jeden Fall. Das ist so schnell warm hier. Du machst die Heizung einmal Vollgas, 3 Minuten später ist hier warm. Und hier ist auch jetzt aktuell nicht kalt, obwohl die Heizung die ganze Zeit aus war. Weil es ist zwischendrin und hier hast du einfach wenig Strombedarf. Im Sanitärbereich, also Küche und Bad, ist ein Elektroboiler für warm Wasser drin. Hier ist der Boiler drüben in der Küche und es wird hier rübergelegt. Hier ist eine Dusche, machen wir einmal schön sauber einfach. Also wahrscheinlich wird hier im Bad, machen wir wahrscheinlich gar nichts. Einmal ein bisschen putzen und die Silikonfugen mal machen. Hier wird ein schöner Boden verlegt. Und der Steinboden in der Küche wird gereinigt. Das wollen wir mit so Säure reinigen. Da hat man wieder so ein bisschen so einen alten Charakter drin. Hier kommt eine Küchenzeile hin und ein kleiner Tisch. Genau. So eine Wohnung würde ich auch nie versuchen zu vermieten über High-End oder sonst was. Die wird über die Lage vermietet und über einen Wohlfühlcharakter, wenn du reinkommst. Es muss nicht eine Regendusche und so ein Quatsch. Braucht man hier nicht. Komplett überzogen, auch vom Budget her. Das kann aktuell, wenn man es verkauft, deutlich teurer als Luxus-Einzimmerwohnung, sag ich jetzt mal. Will sich keiner mehr leisten gerade, ist mein Eindruck. Deshalb machen wir es nicht. Hier wird möbliert, vermietet, warm wahrscheinlich. Also das will ich jetzt ausprobieren bei der. Ihr merkt euch, wie die ausschaut. Ich mache dann ein Video, jetzt haben wir gerade Mitte, Anfang Dezember. Das dauert noch ein bisschen, bis sie fertig wird, aber wir machen hier ein bisschen stylisch mit Old New Mischung, Echtholzmöbel rein, 50, 55 Zoll Flatscreen rein, vielleicht auch 70. ein gutes Bett, sehr gutes Bett. Hier Essbereich, kleiner Tisch mit 2 Stühlen oder so ein Stehtisch. Hier machen wir einen geilen Vorhang, so einen schwarzen, dass das hier bleibt einfach. Elektrik ist alt, fassen wir nicht an. Kann man noch, also wenn man alles wirklich neu machen würde, auch mit Bad und so, würde ich die Elektrik auf jeden Fall machen, aber dadurch, dass wir halt hier die Elektrik nicht anfassen, lassen wir das so. Einfach streichen und Boden neu machen. Und hier drüben
Hier wahrscheinlich ein schöner Einbauschrank wird sich anbieten für Schuhe und Jacken und vielleicht auch Kleidung. Weil hier muss man ein bisschen mitdenken beim Einrichten, dass man den Platz optimal nutzt, weil der nicht so viel gibt. Und hier im Wohnzimmer, das ist schon, bietet sich schon an fürs Bett hier. Kann man überlegen, also ob wir hier einen Vorhang machen. Es gibt ja so richtig geile Vorhänge, echt, die richtig geil ausschauen, wenn man da einen Vorhang macht, dass man das zumachen kann. Hier eine Couch. Couch und Flatscreen an die Wand drüben. Und vielleicht noch einen coolen kleinen Couchtisch und eventuell neben dem Fernseher oder hier im Paper da drüben ein kleines Arbeitsplätzchen für einen Homeoffice-Stuhl, weil hier in Heilbronn. In Heilbronn gibt es viele Professionals, die herkommen zum Arbeiten und die wohnen dann hier ein, zwei Jahre und hier die Wohnung geht warm weg für 950 Euro, 1000 vielleicht, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, 800 warm. Aber die wollen halt einfach einen Mietvertrag, kommen mit dem Köfferchen angereist und haben dann einfach hier ihren Wohnsitz für ein Jahr und die Firmen zahlen es. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Oben kommt die Rigipsdecke hoch. Wird gespachtelt und lackiert. In diesem Sinne die Strategie für diese Wohnung. Also wir probieren jetzt einfach ein bisschen Sachen aus, wie ihr gesehen habt oder wie ihr sehen werdet. Alles kleine Einheiten, die günstig gekauft werden können, günstig verkauft werden können, wenn man sie verkaufen möchte. Und auch günstig immer vermietet werden können, weil absolut gesehen habe ich hier immer die billigste Miete in der Stadt. Also kann ich für einen günstigen Preis vermieten. Und am Ende des Tages gewinnen halt, wenn die Leute ein bisschen gucken müssen wegen der Kohle, die günstigen Wohnungen mit den Mieter. Weil die teuren kann sich, die ganz teuren Luxusdinger sind eh in einer anderen Liga, aber so 3-4 Zimmerwohnungen, Neubau, das ist gerade ein heißes Pflaster, würde ich mal sagen. 3-4 Zimmer saniert ist auch nicht ganz so geil. 3-4 Zimmer unsaniert, renoviert, ein bisschen was vermietet oder verkaufen, das geht schon eher, weil die Leute einfach jeden Euro, den sie sich sparen können, gern sparen, weil wer weiß, wie lange das noch geht alles. Hier ist noch eine Rohbar-Schaltung drin. Das zeige ich euch kurz. Das ist ganz nice. Also im Keller, wenn alle oben sind, geht kein Licht an im Keller. Wenn du Licht anmachen willst im Keller, machst du es runter und dann kannst du im Keller Licht anschalten und das bisschen Strom, was im Keller zieht, läuft über meinen Zähler hier. Und was passiert, wenn zwei an sind, weiß ich nicht. Also wenn da unten an hat und wir an haben, dann wird es vielleicht durch beide Zähler die Hälfte. Kein Plan, was dann passiert. Auf jeden Fall, das ist der Hintergrund einer Rohbar-Schaltung. In alten Häusern gab es das oft. Wir kaufen nichts! Wir kaufen nichts! Jo. Ey, das ist ein geiler Deal. Mir gefällt es hier. Mir gefällt die Wohnung echt. Ich habe Bock, die zu möblieren und zu vermieten. Habe ich Bock drauf. Wenn es dann gut weggeht als Kapitalanlage für einen Kapitalanleger mit einer Rendite, mit einer guten für den Käufer, dann haue ich es raus. Wenn es nicht weggeht, behalte ich es einfach. In diesem Sinne, ciao!